Heute möchte ich sicher gehen, dass jeder von euch mitbekommen hat, dass derzeit wieder die Sensational Flavors Aktion von doTERRA läuft. Das ist eine Aktion, die gibt's, wenn überhaupt, nur einmal im Jahr. Läuft jetzt im Juni, also noch bis 30. Juni. Und da gibt es diese vier tollen Öle dann geschenkt, nämlich Spearmint, Cumin, Dill und Tangerine. Und wie das funktioniert, erklären wir gleich. Und zwar bei jeder Bestellung, da zählen auch Erstbestellungen dazu, natürlich treue Bestellungen, aber auch Standardbestellungen. Ab 200 Punkten gibt es das Sensational Flavors Paket geschenkt. Und wer sich mit dem Punkt noch nicht so auskennt, jedes Produkt hat einen Euro-Wert und einen Punktewert. Also man kann zum Beispiel um 20 Euro oder um 20 Punkte eben auch einkaufen. Und wenn man diese 200 Punkte erreicht oder sogar überschreitet, dann bekommt man eben je 5 Milliliter von Tangerine, Dill, Cumin und Spearmint. Und diese Öle sind an und für sich, ich sag doch schon, dieser Sensational Flavors, also der Name, dieses Aroma, die sind grundsätzlich auch viel dafür gedacht, damit zu kochen und jetzt im Sommer eben beim Grillen und so und für Getränke sie zu verwenden. Aber natürlich können die Öle viel, viel mehr als nur gut zu riechen und gut zu schmecken. Zum Beispiel Tangerine, die Mandarine, wird wie alle Zitrusöle von doTERRA durch Kaltpressung der Schale gewonnen. Wer wild Orange liebt, der wird auch Tangerine lieben. Ist ein, also wenn man es riecht, es ist eigentlich für mich gar nicht unbedingt so ein richtiges Sommeröl, wenn ich es rieche. Also ich habe das Flascherl, wie ich es bekommen habe, aufgeschraubt und das war sofort, als hätte ich eine super reife, saftige, süße Mandarine in der Hand. Und das erinnert mich ein bisschen sogar an die Vorweihnachtszeit oder an den Winter, wenn man halt bei uns klassisch Mandarinen isst. Und es ist aber auch, wie viele andere Zitrusöle, reich an Antioxidantien, zum Beispiel durch den hohen Limonenanteil. Vor allem die D-Limonene sind hier sehr, sehr stark enthalten. Was bedeutet das? Das ist einfach ein Wirkstoff, der für unsere Zellteilung sehr unterstützend und sehr gut ist. Es ist entspannend und entstressend, gleichzeitig aber auch stimmungsaufhellend und energetisierend. Das hört sich vielleicht wie ein bisschen wie ein Widerspruch an, aber wer das schon mal ausprobiert hat, zum Beispiel auch mit Wilder Rausche, wenn man total überreizt und überspannt ist und man riecht einfach an Wilder Rausche, da fällt es ein bisschen von einem ab. Was heißt ein bisschen? Da fällt es richtig von einem ab. Wenn man aber gerade erschöpft, müde ist, schlecht drauf, also wirklich grantig, so wie wir hier in Österreich sagen, dann macht das, holt das wieder das Licht rein. Also es ist wirklich auf einmal wieder so wie so ein Sonnenstrahl, der einen dann trifft. Es ist unterstützend für das Immunsystem, auch reinigend kann man also auch wunderbar im Haushalt anwenden, auch wenn das jetzt nicht so mein Lieblingsthema ist. Es macht allerdings die Haut lichtempfindlich. Also wie die meisten Zitrusöle, bitte nicht auf die Haut auftragen und dann diese Haut direkt im Sonnenlicht aussetzen. Sehr vorsichtig sein damit. Dann Dill, die Dille, wird aus den Samen durch Dampfdestillation gewonnen, ist auch schon ein altes Gewürz, was man auch bei uns schon sehr, sehr lange und viel verwendet. Ich liebe Dille, also mit Dillkartoffeln kann man mir eine Riesenfreude machen. Es ist unterstützend für die Verdauung, es regt die Verdauungssäfte an, schon allein das Aroma regt den Speichelfluss an und Speichel ist ja im Grunde einer der ersten Schritte für die Verdauung. Und man weiß das ja auch, Dille als Kräuter, als Gewürz, das ist ja eben für die Speisen, damit sie bekömmlicher werden. Ist wieder wie so viele andere Öle antioxidativ und unterstützend für das Immunsystem. Jetzt mag man vielleicht aber auch nicht, dass sein Haus unbedingt nach Dille riecht. Das mag nicht jedem ganz so angenehm sein. Daher kombiniert man es am besten mit Bergamott und Lemon im Diffuser. Dann ist es eine anspannungslösende und angstlösende Mischung. Und zum Schlafen, vor dem Schlafengehen, einen Tropfen in den Kräutertee, in eine Kanne Kräutertee zum Beispiel, das soll einen tiefen, erholsamen Schlaf unterstützen. Dille stand übrigens, also das hat man schon im alten Ägypten verwendet, und zwar gegen sogenannte böse Geister, also böse Energien, das war so ein Schutz, auch ein energetischer. Für die Griechen war es ein Zeichen für Wohlstand und bei den Römern auch ein Glücksbringer. Also man hat zum Beispiel Athleten Kränze aus Dille dann überreicht. Und es gibt sogar irgendwo nachzulesen, dass sich Gladiatoren mit Dille eingerieben haben, weil sie das Gefühl hatten, es beruhigt sie dann, es macht sie weniger nervös und damit besser kampfbereit. Kumin, der Kreuzkümmel, als ich jetzt mein Flascherl erhalten habe, ich habe noch nie Kuminöl gerochen, beim Aufschrauben hatte ich sofort das Gefühl, ich stehe in einem indischen Lokal. Also man merkt sofort dieses klassisch asiatische Aroma eigentlich.
Man kann die Anwendung von Kumin, von Kreuzkümmel nachweisen bis 2000 vor Christus. Ist also wirklich ein uraltes Gewürz. Wurde traditionell auch immer schon zur Verdauungsunterstützung und Durchblutungsförderung verwendet. Wird auch durch Dampfdestillation der Samen gewonnen und ist aber, ich meine, durchblutungsfördernd lässt ja schon vermuten, eher ein hitziges Öl. Also das bitte verdünnen, speziell gut verdünnen bei empfindlicher Haut. Für eine gesunde Mundflora kann man einfach Spülungen machen, in ein Glas Wasser einen Tropfen vom Kumminöl rein und dann damit einfach wirklich gurgeln und spülen. Und Spearmint, das ist eines meiner allerliebsten, liebsten Öle, die sogenannte krause Minze auf Deutsch, riecht wie Kaugummi, wie Spearmint Kaugummi. Wird wie die klassische Pfefferminze durch Dampfdestillation der ganzen Pflanze gewonnen. Und ist ein bisschen milder auch vom Aroma her als die normale Pfefferminze, die wir kennen bei doTERRA. Also Kinder, die zum Beispiel das Pfefferminz jetzt nicht so gern haben, weil es halt ein bisschen herb ist. Also finde ich gar nicht, aber halt minzig. Und das kann schon manchmal auf ein Kind eher ein bisschen hart wirken. Einfach mal versuchen, ob Spearmint dann nicht eine gute Alternative ist. Es ist wie auch Sonnenpfefferminze unterstützend für die Verdauung und für die Atemwege. Also so das Aroma, wenn man das eininhaliert, das macht so richtig auf. Es hebt die Stimmung, erfrischt und fördert die Konzentration. Ich habe es wirklich gerade gemeinsam mit Tangerine im Diffuser laufen. Je zwei Tropfen Tangerine und Spearmint und ist ein bisschen wie so eine Abwandlung von Wildorange und Pfefferminz. Aber ich finde es ein bisschen leichter. Ich finde es wirklich ein bisschen sommerlicher. Man kann auch mit einem Tropfen auf der Zahnbürste für gesundes Zahnfleisch und guten Atem dann einfach so die Zähne putzen. Gerne auch in Kombination mit unserer doTERRA OnGuard Zahnpasta. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und ist wirklich für so einen alkoholfreien oder von mir aus auch mit Alkohol Mojito geeignet. Also dass man da ein bisschen so in die Drinks das reinmischt. Oder alles, wo man halt wirklich so dieses Minzaroma haben möchte für Dressings vielleicht. Oder was ich ganz gern mache, sind Schoko-Pfefferminz-Brownies. Also auch da ist Spearmint, dann gibt eine ganz, ganz besondere Note und jeder wird sich wundern, was ist das denn eigentlich? Wie immer bei der Anwendung der Öle gilt, bei sensibler Haut und Kindern unbedingt verdünnen, hitzige Öle, wie zum Beispiel das Kumin, verdünnen und eine kleine Menge bewirkt schon sehr, sehr viel. Es gilt immer lieber wenig häufig anstatt viel auf einmal. Also lieber einen Tropfen 10 Mal über den Tag verteilt verwenden, anstatt 10 Tropfen auf einmal. Damit unterstützt man den Körper am besten und außerdem minimiert man das Risiko für eine eventuelle Hautreaktion. Und folgt immer eurem Instinkt und dem Bauchgefühl. Zwingt euch jetzt nicht dazu, irgendein Öl zu verwenden, wenn es euch irgendwie nicht, ja, nicht sympathisch ist. Wenn ihr das gerade, dieses Aroma nicht mögt, es gibt garantiert eine Alternative. Also hört wirklich drauf, was euer Körper sagt. Und wie bei allen unterstützenden Methoden und unterstützenden Lebensmitteln auch, redet, wenn ihr bereits krank seid, wenn ihr schwanger seid, wenn ihr stillt, redet einfach vorher mit eurem Arzt, ob die Anwendung von was auch immer, also in dem Fall von den ätherischen Ölen für euch geeignet ist. Dille ist übrigens in manchen Aromatherapiebüchern nicht empfohlen für Personen mit Epilepsie. Ich würde prinzipiell bei Epilepsie einfach auch darauf achten, jede Stimulation einfach, also jedes Aroma, jeder Geruch, aber das nur so am Rande auch als Hinweis. Ja, und da sind sie, die Öle, die normalerweise nicht einzeln zu haben sind. Also ein paar Mal waren sie jetzt schon einmal im Jahr durch diese 200-Punkte-Aktionen zu bekommen. Letztes Jahr glaube ich gar nicht. Also da sitzen wir alle drauf, da freuen wir uns alle riesig. Ich habe wirklich Luftsprünge gemacht. Das ist wie Weihnachten im Sommer für mich, wenn das Packerl mit diesen kostenlosen Ölen dann kommt. Und ich freue mich dann auf eure Rückmeldungen, was ihr so alles gemacht habt mit den Ölen. Und ich lasse mich gerne zu einem Öle-Dinner einladen. Also jeder, der damit kochen möchte, ich komme gern mal vorbei. Ja? Alles Liebe und bis bald.